Jedes Jahr fallen viele Rehkitze dem Mähwerk zum Opfer. Der Sensorbalken von Pöttinger findet die Tiere und alarmiert den Fahrer. Landwirt Praxistest. Es ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch ein moralisches Gebot, Wildtiere zu schützen und Tierleid zu vermeiden. Viele Methoden sind leider kostspielig, zeitaufwendig oder personalintensiv. Mit mehreren Personen oder mit Jägern, die Zeit gehabt haben, sind wir durchgegangen, diese Wiesen, und haben versucht, da durch Sichtkontakt die Tiere zu finden und dann auszutragen. Das ist die eine Methode. Die zweite Methode ist, mit Blinklampen aufzustellen am Vortag. Das funktioniert aber nur bedingt, weil die Tiere, wenn nichts passiert, dann sofort wieder zurückkehren und dann ist das gleiche Problem gegeben. Und es gibt seit Neuestem auch diese Kitzretter, die auf den Mähwerken montiert werden, die so Pfeiftöne haben. Das funktioniert aber ja auch nur bedingt. Also da kann man nicht alle Kitze reden. Es gibt da manchmal, wo das gelingt, aber oft gelingt es auch nicht. Besonders gefährdet sind Rehkitze beim ersten und zweiten Schnitt. Für die kommende Saison bietet Pöttinger mit dem Senso-Safe-Balken eine technische Lösung an. Herzstück ist ein Balken, der mit unsichtbarer Nahinfrarotstrahlung arbeitet. Er funktioniert unabhängig von Tageslicht und Temperatur. Tiere reflektieren aufgrund der Farbunterschiede das Licht anders als ihre Umgebung und werden so erkannt. Die Sensoren sind auf die braune Farbe der Rehkitze optimiert. Sie erkennen aber auch andere Wildtiere wie Hasen, Igel oder Fasane. Pöttinger bietet SensoSafe optional für Front- und Heckmähwerke sowie für Mähkombinationen an. Beim Frontmäher ist der Sensorbalken direkt am Rahmen montiert. Erkennen die Sensoren ein Kitz, hebt das Mähwerk blitzschnell aus. Gleichzeitig wird ein Alarm ausgelöst und der Fahrer kann bremsen. Es wäre ja fatal, wenn das Tier dem Mähtod entkommen, aber vom Traktor überrollt würde. Anders ist es beim Heckdetektor. Der Balken wird mit einem eigenen Rahmen zwischen dem Fronthubwerk und dem Frontmähwerk gekoppelt. Das Heckmähwerk hebt auch nicht automatisch aus. Es erfolgt lediglich ein Alarm in der Kabine. Durch den größeren Abstand zwischen Sensorbalken und Heckmähwerk hat der Fahrer genügend Zeit, um den Traktor zu stoppen. In normalen Beständen arbeitet SensoSafe zuverlässig. Wir schätzen die Trefferquote auf über 90%. Nervig und zeitraubend sind allerdings mögliche Fehlalarme durch Maulwurfhügel oder lückigem Bestand. Um das zu vermeiden, kann man die Empfindlichkeit den jeweiligen Bedingungen anpassen. Unablässig für den Erfolg ist die richtige Geschwindigkeit. Erfahrungsgemäß ist bei 12 km/h Schluss, sonst reicht die Reaktionszeit nicht mehr für ein sicheres Stoppen. Insgesamt spart es trotzdem Zeit, weil jede Menge Vorbereitung für andere Methoden der Kitzrettung wegfällt. Wir sind überzeugt, dass SensoSafe ein Schlüssel für die erfolgreiche Wildtierrettung ist. Das System kostet netto knapp 8.700 Euro für das Frontmähwerk und 7.200 Euro für den Heckmäher.